Havanna, die Hauptstadt Kubas, hat ihren ganz eigenen Charme. Salsa und Sozialismus, Karibik und verwitterte Kolonialbauten. Eine Stadt voller Gegensätze. Hier hat Cri-Cri, die eigentlich Christiane de Armas Naranjo heißt, ihr Zuhause gefunden. Havanna war für mich von Anfang an und ist es immer noch und jeden Tag neu eine Inspiration. Und das seit 10 Jahren. Damals kam sie mit ihrer Tochter Malou als Touristin nach Kuba und war sofort begeistert. Es ist irgendwie so eine Zeitreise, Havanna. Ich glaube, das ist auch das, was so viele Touristen hier so anlockt. Man hat den Eindruck, man ist echt in einer anderen Zeit. Man kommt in eine ganz andere, in die 50er Jahre zurück. Bleiben wollte sie nicht, aber dann kam alles anders. Dann habe ich mich erstmal verliebt, gegen meinen Willen eigentlich. 2007 heiratet sie ihre kubanische Urlaubsliebe und zieht nach Havanna. Inzwischen ist sie geschieden, für sie kein Grund, ihre neue Heimat zu verlassen. Die 49-Jährige ist Modedesignerin. Seit den 90ern verkauft sie ihre eigene Marke, hatte einen Laden in Berlin. Als Frau eines Kubaners konnte sie vor 2 Jahren ein Geschäft eröffnen, mitten in der Altstadt von Havanna. Cri-Cri ist eine Marke für Unterwäsche und Bademoden. Jedes Teil ein Unikat, alles von ihr entworfen und teilweise auch selbst genäht. Sexy Dessous und das im sozialistischen Havanna. Wie reagieren die Kubaner darauf? Die freuen sich, weil es einfach mal was anderes ist. Lernen was Neues kennen. Und wenn es zu gewagt ist? Ich tue auch nicht alles ins Schaufenster, was wir haben. Marktwirtschaft mitten in Havanna. Hier, wo es kaum Geschäfte gibt, ist Cri-Cri eine kleine Sensation. Ihre Kunden in erster Linie Touristen, doch immer mehr Kubanerinnen würden durch westliche Einflüsse geprägt. Sie beobachte, dass die Schönheitsideale eher so angepasst sind, was die jungen Mädels in Videos sehen. Ja, also sexy Figuren und so weiter. Ändert sich so ein bisschen. Zwischen umgerechnet 20 bis 40 Euro kosten ihre Badeanzüge. In Berlin war es das 3- bis 4-fache. Ich achte immer darauf, dass ich in jeder Preisklasse was habe, dass ich auch das berücksichtige, dass dem Gehalt angemessen oder den Möglichkeiten für eine Kubanerin angemessen. Und häufig seien es die Männer, die sich in ihren Laden trauen. Männer kaufen für die Frauen ein oder für sich sozusagen, indirekt. Neben ihren 2 Mitarbeiterinnen arbeitet auch Cri-Cris Tochter Malou im Laden mit. Ihr halbes Leben wohnt die 20-Jährige hier. Immer wieder aufregend, weil sich jetzt auch gerade sehr viel verändert. Und das so mitzuerleben, ist natürlich super. Aber ich freue mich dann auch immer wieder auf Deutschland, weil im Endeffekt ist es so anders. Und ich vermisse natürlich auch viele Sachen, die es hier nicht gibt. Vieles funktioniert hier anders als in Deutschland. Supermärkte mit Importwaren aus der ganzen Welt gibt es nicht. Das meiste wird auf dem Markt eingekauft. Ich kaufe natürlich ein, was günstig ist. Also, das ist wie jede Hausfrau. Ne? Heute kosten die Tomaten nur 5 Peso, dann kaufe ich ganz viel Tomaten. Dann gibt es eben Tomatensalat. Eingekauft wird, was da ist. Wählerisch darf Cri-Cri nicht sein, aber das sei für sie kein Problem. Ich vermisse auch nichts. Also gut, dann gibt es eben jetzt mal eine Woche keine Butter oder kein Klopapier. Das kann passieren, aber das ist ja kein Weltuntergang. Ich finde, das bringt einen eher so mal wieder auf die Realität zurück. Auch nach Jahren sei sie für die Kubaner immer noch die Ausländerin, die Exotin. Und doch? Ich fühle mich total akzeptiert und respektiert und auch gemocht. Ich spüre so eine normale Sympathie. Das hat aber auch wahrscheinlich mit dieser langen Zeit zu tun. Ich meine, ich wohne jetzt fast 10 Jahre hier. Das Leben sei viel unkomplizierter und im Gegensatz zu ihrer Tochter ziehe es sie nur selten nach Deutschland. Auch, weil sie privilegiert lebe, in einem Haus im Kolonialstil, das sie einst mit ihrem Mann bewohnte. Liebevoll hergerichtet, dient es auch als Atelier. Hier entstehen ihre Kollektionen. Ein weiterer Luxus gleich hinter der nächsten Türe, ihre eigene kleine Schneiderei. So, Maylin, meine Näherin. Sie zahlt ihr umgerechnet 5 Euro am Tag. Für kubanische Verhältnisse ist das sehr viel. Und alles, was in Kuba verkauft wird, muss auch hier hergestellt werden.
Doch an gute Stoffe zu kommen, ist äußerst schwierig. Anfangs brachte die 49-Jährige ihre Ware aus Berlin mit und später von Reisen aus Mexiko. Not mache eben erfinderisch. Ich fange dann auch an, die Stoffe zu mischen. Also wenn sie dann irgendwie ausgehen, dann werden die einfach kombiniert. Und das gebe ihrer Mode dann eine ganz eigene Note. Cricris positive Einstellung ist beeindruckend. Viel sei es nicht, was sie im Monat verdiene, aber es reiche allemal, um hier glücklich zu sein. Nach einem langen Tag legt Cricri noch mal richtig los. Beim Boxtraining entspannt sie sich, bei allem Glück. Aber vermisst Cricri auch mal Deutschland? Meine Familie natürlich, meine Freunde. Aber es sind Momente. Also ich leide jetzt nicht unter Heimweh oder so überhaupt nicht. Denn mit ihrem Leben in Havanna habe sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe immer gedacht, ich würde gerne mal da leben, wo mehr ist. Immer habe ich mir das gewünscht, als Kind schon. Und wie schön es ist, dass ich hier sein darf, dass mich mein Leben hierher gebracht hat. La ilusión de tu vida, un día lejano ya.